Hi, ich bin Jan von Switchback Bornemann und heute darf ich euch ein absolutes Top-Produkt von Raymond vorstellen. Ein absolutes High-End-Produkt, was Raymond auf dem Markt hat momentan. Und zwar das Full 7 Full Ray E10.0. Wir haben hier ein Mountainbike voll gefedert, voll ausgestattet mit Fox Factory 36 Kashima vorne, mit Fox Dämpfer Kashima hinten. Ein Top-Look meiner Meinung nach. Dieses Raymond kommt in einer sehr, sehr schönen blau eloxierten Farbe daher, mit schönen schwarzen Akzenten. Also auf jeden Fall ein Fänger für jedes Auge, meiner Meinung nach. Kommen wir aber einmal noch ganz kurz zur Marke Raymond an sich. Raymond produziert seine Räder 100% in Europa und ist daher von der Qualität nur die höchsten Ansprüche gewöhnt. Wahrscheinlich kennt man eher die Tochterfirma, und zwar Husqvarna. Husqvarna hat dann nach Überlegen die Tochterfirma Raymond gegründet, was aber nicht heißt, dass sie in irgendeiner Phase auf Qualität verzichtet wird, sondern wir reden hier über die beste Qualität, die es mitunter auf dem Fahrradmarkt momentan gibt. Kommen wir am besten direkt zum Wichtigsten, was eigentlich an jedem E-Bike jede Person am meisten interessiert, und zwar ist das der Motor und den Akku. Wir haben hier den Yamaha PWX2 Akku verbaut, der zusammen mit dem 630 Wattstunden Akku, der hier im Unterrohr montiert ist, ein super, super, super Konzept bietet und für jeden Anspruch, für jedes Terrain top geeignet ist. Den Motor kann man dann über die Bedieneinheit, die hier links am Lenker montiert ist, bedienen. Dafür gibt es zwei Pfeile, einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach unten, um die verschiedenen Fahrstufen dann auszuwählen. Genauso wichtig wie der Motor beim E-Bike ist natürlich auch die Schaltung. Da haben wir hier eine SRAM Eagle GS verbaut mit 12 Gängen. Ist man auch top mit ausgestattet. Man kann also überall hoch, man kommt überall hoch und ist vor allen Dingen auch für den Wald mit dem sehr, sehr großen Kettenblatt hinten top ausgestattet und kann damit auch jeden Berg erklimmen. Sollte es mal irgendwie zu hoch sein, kann man immer eine Unterstützungsstufe dazu schalten. So, genau, Dämpfer hatte ich ja schon mal kurz angesprochen. Wir haben vorne und hinten Fox-Dämpfer verbaut. Vorne haben wir die Fox Factory 36, eine sehr, sehr, sehr namhafte Hersteller. Fox, auch eine super Federgabel vorne sowie hinten. Ein sehr ausgewogenes Konzept. Also das Fahrrad lässt sich sehr, sehr, sehr gut bewegen und genügt eigentlich an allen Ansprüchen. Ich hatte gerade eben schon mal kurz angesprochen, wir haben hier ein Full 7, also ein Full E7. Das heißt, dass wir hier von 27,5 Zoll Laufrädern sprechen, was fürs Gelände und für den Wald ein bisschen angenehmer ist und man daher nicht, was heißt angenehmer, man ist einfach ein bisschen einfacher, man kann ein bisschen einfacher die Kurven ziehen. Genau. Natürlich auch nicht zu vernachlässigen, um gut Fahrrad fahren zu können, sind die Bremsen. Wir haben hier auch Top-Bremsen verbaut, auch wieder von SRAM. Die bringen euch auf jeden Fall zum Stehen und sind auch für den Wald sehr gut geeignet. Deshalb auch die gelochten Scheibenbremsen und vor allen Dingen vorne auch diese große Bremse. So ist man für längere Bremsungen oder für längere Fahrten auch top ausgestattet. Nicht zu vernachlässigen bei dem Fahrrad ist auch die absenkbare Sattelstütze, die wir über einen Knopfdruck am Lenker ganz einfach absenken können durch eigenes Körpergewicht. So kann man auch das Fahrrad dafür nutzen, wo es gemacht ist. Man kann ganz einfach super, super schöne Pätschchen fahren oder kleine Strecken, kleine Kurven und dann ist man einfach ein bisschen agiler. Durch erneuten Knopfdruck geht die Sattelstütze auch wieder hoch und man hat wieder volle Kraft in den Pedalen, um jeden Berg hochzukommen. Genau, dieses Raymond Full Ray EC.0 ist bei uns in jeder Größe verfügbar. Ihr könnt gerne mal bei uns auf der Website unter www.switchbikebornemann.de vorbeischauen. Da solltet ihr das Rad auch nochmal finden. Wir versenden auch in komplett Europa und solltet ihr euch das Fahrrad vor Ort mal anschauen wollen, würden wir uns gerne freuen, wenn ihr vorbeikommt. Hier bei uns in Gießen in der Katharinengasse 12. Ihr könnt aber auch gerne vorher mal anrufen unter 0641 34 393, und ja, wir freuen uns euch zu sehen, und bis dahin wünsche ich viel Spaß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns für das Video auch gerne ein Like da lassen, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mehr Fahrräder sehen wollt. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.